Servus und habe dere. Jawohl, wir sind wieder da. Rittertag, ich hab die Nacht gewergelt. Genau. Was ist passiert? Erstens mal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und, was ist passiert? Ich hab ein bisschen was hergerichtet. Und zwar Dünger. Und Fleisch mit Soße. Ja, guten Morgen. Noch ganz beieinander her. Mei, ist das schön. Bin ich sau cool. Du, da hau ich glatt nur einen Screenshot raus. Das finde ich cool. Ne? Sehr schön. Gut, genau. Dünger habe ich hergestellt. Fleisch mit Soße. Den Palisadenwall habe ich ein bisschen weitergebaut. Und jetzt gehe ich erst einmal duschen, weil ich stink wie Sau. Genau. Also einmal rein ins Wasser. Zack. Dann trinken wir gleich noch. Dann ist nämlich der Sommer schon wieder fast rum. Mensch, mein Lieblingsmonat. Ich mag den Sommer. Der ist einfach cool. Es ist warm, es ist schön, es ist gemütlich. Man kann es ganz erlauben und... das kriegen wir hin. Ja, ich darf aber im Sommer alle über draußen frühstücken. Wahrscheinlich jetzt mal kratschen miteinander. Schön. Ja, gut. Dann schauen wir mal ganz kurz die Felder. Da gibt es eben was ganz Interessantes. Und zwar haben die nur bei weitem nicht fertig. Die können aber auch nichts ansehen. Außer den Kohl. Genau. Und den müssen wir halt noch fertig machen. Und wenn nicht, dann hol ich einer. Und zwar eine Entschuhe. Ah ja, okay. Zwiebeln, weiß ich gar nicht. Oh, da hat eine Zwiebeln. Die nehmen wir natürlich mit. Die liefern wir danach noch ab. Genau, das hier müssen wir herrichten. Der Kohl ist essentiell. Daraus machen wir Kohlsuppe. Und, genau, ja, man sieht es hier. Wir sind jetzt bei 8500. Also 10 Tage theoretisch sind 2 Jahreszeiten. Aber da ist noch nichts verkocht. Genau. Ja. Wir haben 2 Knipsler, denen geht's gut. Das freut mich am allermeisten. So, bei den Hühnern, da sind wir jetzt eigentlich auch... kann ich die verkaufen? Ah ja, die kann ich ja verkaufen, Jay. Henne, Hahn. Wir lassen aber Henne und Hahn. Wir verkaufen denn alles. Wir kaufen immer 2. Die Frage ist... Was bringt es? Küken bringt 200. Die Frage ist, was passiert, wenn man mehrere Hähne hat? Wo gibt es für einen alten Hahn auch ein Geld? Den einen hätte ich ja fast über den Haufen geritten das letzte Mal. Ah ja, genau. Und Fähigkeiten. Ich habe ja ein bisschen Dünger hergestellt und habe jetzt in der Landwirtschaft nochmal 2 Punkte zu vergeben. Genau. Zuckerbrot und Peitsche. Oh, 10 Kilogramm mehr Traglast für das Reittier. Was ist denn das weiter? 10% schnelleres Reiten. Bis es neid des Bauern. Gewissen, wenn er Haltbarkeit für das Werkzeugen. Gute Frage, gell? Was nehmen wir denn? Ich glaube, das Werkzeug ist... Einmal das und einmal das. Passt. Dann ist das einmal erledigt. Gut. Dann. Da geht es auch irgendwann mal weiter. Hoffentlich. Warte auf ein Ereignis. Dann gibt es eine Eisenarmbrust. Der Unigost. Der hat die Mafiosi. Da ist gar nichts. Und wir könnten Nebenquests machen. Genau. Wir schauen einfach einmal. Wir haben nämlich bei uns im Dorf haben wir jemanden, der Quest hat. Der hat eine Quest. Da, schau her. Da herum. Da schauen wir doch gerade einmal vorbei. Das ist hinten bei den beim Pferdestall. Wobei, das ist der Pferdestall. Schweinestall. Okay. Schweinestall. Also Stall insgesamt. Da schauen wir schnell vorbei. Jo, die haben schon wieder ganz fleißig. Schau hier. Sagst du die? Die haben ja 2 weniger. Also 2 Leute weniger. Und da muss man mal ein bisschen schauen. Also, ich glaube, das ist sie da. Oder? Na, die ist noch im Haus.
Die scheint. Nee, die läuft da hinten. Oder der. Die oder der. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Hast du was zu tun? Ja. Hallo, wie läuft's denn so? Kann ich bei dir etwas helfen? Meine Familie ist einmal verhungern. Ich habe es nicht geschafft, Tiere zu jagen. Ich werde mit dem Essen zurück sein. Also. Ja, wir haben auch keine Münzen, um welche zu kaufen. Bitte bring uns das Fleisch. Und ich kann dir Tipps zum Überleben geben. Ja, damit. Schauen wir mal. Hungernder Jäger. Bist du mal Jägerin? Oh, das ist aber schon erbärmlich, wenn du kein Fleisch angefangen hast, Kenner. Keine Tiere. Wir schauen kurz ins Journal. Hungernder Jäger. Breit, 4 Beeren, 5 Fleisch. Beere. Das kriegen wir hin. 4 Beeren. Ah, kann ich mich noch an die Folge erinnern, wo ich versucht habe, die Belohnung zu organisieren. Und dabei war es ganz einfach. So, 4 Beeren. 5 Fleisch, hat es gesagt, oder? Und breitwegerig. Aber den haben wir auch noch. Den haben wir. Wuhu! Ab über den Tisch. Ja, sehr schön. Also, Fleisch. Fleisch, 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 normales Fleisch. Da. 7 Stück. Das kriegen wir hin. Alter, da haben wir eh schon. Zack, 7 Stück. Und breit, alter, breitwegerig. Den haben wir auch da drin, oder? Ach, können wir eigentlich aus. Breitwegerig. Breitwegerig. Nö. Dann ist er drüben. Wenn nicht, dann gehen wir schnell in den Wald. Ich meine, 6 Stück oder 4 Stück oder keine Ahnung. Mal schnell schauen. Wie viel brauchen wir denn da? Fleischhammer, Bärenhammer, Breitwegerig 2. Ja, komm. Eigentlich könnte das Baby oben mit organisieren. Da schau her. F, zack, bum, bang. Und dann auf. Schein, es gibt ein paar Dynastiepunkte. Es ist nur Gelaufe. Wo ist er denn? Da oben. Ah. Genau. Bären kann der Bar sammeln und vergammeln lassen, damit man wieder Dünger daraus machen kann. Wäre eine Idee. So, wo hupft sie denn rum? Die Wutzte? Da rummert. Also eigentlich in der Jägerhütte. Oh, ich weiß gar nicht, wenn. Mein Gutste. Wenn ich dich jetzt. Der Fina, die hat. Hier ist das Essen. Oh, wie kann ich dir jemals danken? Veränderung der Ritter 30. Okay. Kein Problem, danke. Wunderprächtig. Okay. Hunger der Jäger. Quest abgeschlossen. Hätten wir das auch. So, jetzt bin ich natürlich total aus meinem Trott raus. Was hätte ich denn jetzt machen wollen? Genau. 2 Grad unten und wollte eigentlich Häuser aufwerten. Haben wir wieder mal super hingekriegt. Zack. Da mal rum drüber. So. Da hupft irgendwo. Da, ein Single. Habe ich der. Hey. Da kommt der Papp. Schau hier. Leute, Bazi. Ich hätte das letzte Mal fast über den Hafer gefahren. Also, geritten. So. Schauen wir mal. Kalkstein, 59. Die nehmen wir natürlich alle mit und haben wir überladen. Das war so klar. Eieiei. Nein, ich will aber das da hinten erstmal. Das sind die einzigen Häuser, wo mehrere drin leben. Also machen wir die zuerst. Außerdem ist das ein cooles Brüttel, wenn im Herbst eventuell die Felder wieder komplett bestellt sind und die das dann, also wenn ich da so einen Screenshot mache und alles ist so schön, das schaut doch wasch geil aus. Mir gefällt sowas. Mir gefällt sowas wirklich. So, up gerade. So, Bin mal wieder irrsinnig langsam unterwegs. Außerdem wohnt da ein Kind drin. Da muss man schon mal ein wenig schauen, dass das Haus isoliert ist und das gar nicht friert. Aber echt, hey. So. Sehr schön. Dubidubidu. So. Da ist rum, da ist rum. Da haben wir noch. Zack. Verbessertes Steinhaus. Zeig mal. Na, wie geht's dem Kind? Sehr unsichtbar. Ja, wir haben ja hier irgendeine Seuche, hä? Lattenunsichtbare Kids. Aber schön. Also, kann man schon lassen, ne? Ist jetzt kein großes Haus nicht, aber es ist ein schönes Haus. So, da machen wir da mal weiter. Da ist jetzt kein Kind drin, gell? Wo ist denn eigentlich das zweite Knipselkind?
Also da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Jetzt passen wir auf. Da schauen wir mal schnell nach bei Blub. Da. Die sieht man auf der Karten gar nicht. Wer ist denn deine Eltern? Der Kasimir und die Zbora. Und du? Die sind alles Landwirt. Amelia und Strogobor. Aber dann wohnen die da oben irgendwo. Das kontrollieren wir jetzt noch. Und dann machen wir einfach weiter. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Kids gut versorgt hat. Gucken wir. Hallo? Ist da jemand da? Nein. Die, glaube ich, wohnt alleine. Genau. Dann kann es eigentlich nur das oder das Haus sein. Hallo? Da jemand da? Da ist der zweite unsichtbare Kerl. Oder Mädel. Mal gucken, was ist. Die Hand noch nicht eingefärbt, gell? Bartomir. Also, ja, da denke ich, das ist aber das ist ein Mädel. In Garda. Komm. In Garda war Strogobor und Amelia. Du bist die Amelia. Dann ist das das Mädel. Sehr schön. Cool. Dann auf. Dann renovieren wir da unten. Also upgraden. Dann hat die zwei Kids auf jeden Fall mal schon versorgt und müssen nicht frieren im Winter. Wenn wir noch Fenster hätten. Ja, mei, war das erbracht. Aber haben wir nicht. Gibt's nicht. Gibt's irgendwann. Im Moment ist halt gerade nicht drin. Zack und zack. Sehr cool. Nice. So muss das sein. Zack. Und das reicht wieder nicht, ne? Um einen. Naja, egal. Sehr schön. Okay. Das wird schon. So, dann habe ich mir überlegt, den Wall habe ich da hinten fertig gebaut. Also echt weit weg am anderen Ende. Und hier würde ich ganz gern davor noch die Straße beziehungsweise da irgendwie. Ich glaube, ich merke das da. Da ist ja diese Schüttel. So bin ich natürlich da, wenn ich gerade aus Hochwild direkt da fällt. Aber wisst ihr was? Da ziehen wir jetzt einfach mal eine Straße alleine. Abriss. So. Und zwar einfach schnell gerade da jetzt runter. Aber schnell gerade. Wenn es schnell gerade geht. Oh. Genau. Wow. Richtig cool. Zack. Genau. Und jetzt ist die Frage, geht da um? Zweispurig. Und dann daher. Schaffe ich denn das überhaupt? Jetzt pass mal auf. Welchen Winkel kriege ich denn noch zusammen, wenn ich von da aus loslaufe? Und komme ich da so einigermaßen am Feld? Nein, da komme ich überhaupt nicht am Feld vorbei. Also müssen wir einen Knick machen. Dann machen wir den Knick bis zu dem Stor. Der müsste am besten da bleiben. Jetzt bin ich das, dann ist weg, gell? Lieber weiter weg. So. Ach, geh. Verdammt. Okay, der Stor ist weg. Das war natürlich cool gewesen, wenn der dort blind war. Aber okay. Mein Gott, man kann ja dort haben. Jetzt verschwindet natürlich auch der Stor, gell? Das mehr die nicht. Komm. Ja, das war so klar. Mensch, die zwei coolen Storner. Aber egal. Dann zimmert man jetzt die Straße da mal um. So, einmal da schön gerade. Das ist eh alles krumm und buckelt. Also aus der anfänglichen, wir machen alles gerade, Philosophie ist jetzt, ach komm, das können wir schon. Das bauen wir so zusammen. Das wird schon werden. Man sieht es eigentlich auch eh nicht so genau. Also das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich finde das Spiel ist insgesamt der Hammer. Also wenn ich euch sage, was ich da jetzt Stunden drauf habe, dann schüttelt es mir den Kopf. Einfach weil ich es richtig cool finde. Ich finde es echt richtig cool. Gibt natürlich noch ein paar andere, wie Going Medieval. Aber das mag ich schon sehr. So, dann haben wir hier unseren Wegweiser. So, jetzt müsste ich da nur noch einen Namen für unser Dörferl haben. Passen wir auf. Zack. Dann haben wir den Hammer mal weg. Dann machen wir uns jetzt da einen Screenshot. Okay.
Wann brauche ich jetzt einen Namen? Ich kann es ja schlecht Buxtown nennen oder Foxeltown oder was der Geier, was? War ziemlich egozentrisch. Also, wie gesagt, Vorschläge nehme ich gerne an. Und irgendeinen Namen wird sie dann schon einpendeln. Ich kann da Doodle-Umfrage machen. So. Sehr schön. Oh, da hat Storner ohne Ende. Und glatt zu schlagen. So. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir da nicht durchkommen. Wenn ich da was abreiße, dann reiße ich natürlich wieder einen Haufen ab. Ja. Na Mädel, du hast es nicht so einfach. Ist halt so. Als Fischer ist mir immer wegen außen vor. Das war bei Asterix und Obelix auch schon so. Den gestingenden Fischer kann er mehr. Eieiei, jetzt reiße ich wieder Storner ab. Jetzt, wenn ich das da mache, dann. Jetzt pass auf, wir gehen jetzt genau da so schräg durch. Dann haben wir eh keinen Storn mehr, oder? Zack, 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 zack. Und einfach daher. Zack. Wahrscheinlich habe ich jetzt. Na, da liegen noch die Storner. Cool. Sehr schön. Von da. Oma. So. Gehen wir da noch näher, ohne? Ja. Oh. Sau stark. Aber nur damit wir schön Sand warm haben. Weil ich das einfach cool finde. Zack. So ein Sandstrand, ne? Ah, ein Sandstrand. Jawohl. Sandstrand. Genau. Das wird jetzt unser Badestrand. Ist doch eine coole Sache, oder? Da kann man dann ein Handtuchglas hinlegen, Sonnenschirm aufbauen. Und dann geht's dahin. Der erste Strand im Mittelalter. Sehr schön. Bei der Fischhütte treffen wir uns noch, ne? Haben wir uns ein wenig in die Sonne. Jetzt muss ich ja noch. Jetzt warte mal. Muss ich mal schnell schauen, damit ich da einigermaßen irgendwie. Wo ist das? Da haben wir die große Stornacke, die lasse ich die am liebsten liegen. Das lasse ich so, komm. Das ist cool. Da mache ich da ein paar Laternen hin. Jetzt warte mal, machen wir da mal aus. Zack. Das ist schon cool. Da wachsen so über die Birken. Cool. Kultig. Jawohl. Sehr schön. So. Dann haben wir das gegessen. Der Name hinten ist klar. Oh, es ist schon sehr uneinladend, gell, so Palisadenwall. Aber wenn man da mal drin ist, ist eigentlich ganz schön. So. Da werde ich noch Laternen aufstellen. Dazu brauchen wir. Da kann man mal schnell schauen. Wie weit haben wir denn noch weg von unserer Mine? Mine. Gute Mine. 200. Was muss ich denn da machen? Bauen, gell? Weil ich baue eh schon wieder Bekloppter. Ja, okay. Man kann da irgend so eine Standfackel hinbauen, aber mir hat halt was Gescheites. Einmal gescheit und gut. Wie schaut es jetzt da aus? Oh je, der Marktstand ist noch in weiter, weiter Ferne. Das dauert ja ewig. Wir kriegen hier da Schneidpunkte zusammen. Schmiede. Was haben wir? Bronze Schere. Werkstatt. Irgendwas Leichtes, Einfaches, was man an Dauer bauen kann. Und dann auch noch gut verkaufen. Ich meine, der Löffel war natürlich der Wahnsinn mit den Stöcken. Aber der bringt halt überhaupt nichts. Der bringt 0,1 Punkt. Da müsste die für 25.000 Stöcke bauen für 2500 Dinger. Das ist alles nichts. Ja, das ist natürlich klar. Das ist das günstigste überhaupt. Aber ja, egal. Machen wir mal weiter. So. Also, hoppala. Dann haben wir jetzt hier zweispurig. Da ist der komische Wegweiser. Und da die passt da jetzt nach hinten noch ein Palisadenwall zwingen. Und zwar so schräg da erst um. Pass auf. Zack, zack, zack. Genau. Dann macht es da so einen Knick. Das. Verrückert. Ei, Karamba. So. Also, von da weg, ein bisschen breiter, das soll ein bisschen einladender ausschauen, so um, und dann da
So. Ah ja, übrigens, mir ist wurscht, ob jetzt innen oder außen. Mir ist einfach wurscht. Können wir das da noch so weit um? Ein Stückchen? Zu dem großen Stor? Zack. Ah, ausgezeichnet. Das heißt, ah ja, okay, gut, ich habe da noch Platz, falls wir noch mal ein wenig erweitern müssen. Oh, jetzt ist schon riesig, die Siedlung. Wenn man das so schaut, das ist jetzt die Landwirtschaftsecke. Mal, den haben wir wieder weg. Komm, zack. Gut. Haben wir weg. Das ist jetzt unser Landwirtschaftseck. Das wird dann rein. Ich denke, isoliert ist bald. Genau. Unser Landwirtschaftseck. Dann haben wir da hinten, da unten unsere Taverne und unseren Aufenthaltsbereich. Unser Obstallee. Da geht es dann auf zu mir. Und zu meiner kleinen Family. Da hinten haben wir dann unsere Tierabteilung. Hallo, herzlich willkommen bei Zoo & Co. Hier haben wir im Angebot momentan einen einjährigen Hahn. Kostet nur 525 Silbertaler. Oh ja. So, dann verkaufen wir eine Sau. Wir verkaufen was. Was bin jetzt drüber gestoppert? Mei. Achsen, die. Ihr müsst so ein wenig aus dem Weg gehen. Mann, ich bin blind wie ein Fisch. Oder wie ein Fuchs. Das kann man jetzt sehen, wie man mag. So, sehr gut. Und dann, genau, da hinten mehr die noch hochzimmern. Und dann oben umher. Oh, das wird ein riesen Palisadenwall. Und wenn noch ein Steinmauer, können wir die natürlich da. Jetzt passen wir auf. Schaut mal her. Wenn dann nochmal. Stopp. Abriss. Zack. Da habe ich ja extra Platz lassen. Ich weiß nur nicht, ob es da durchgeht, aber das war cool, wenn man da Steinmauer durchziehen könnte. Das war der Wahnsinn. Stellt euch das mal vor. Von da nach unten. Da hoch. Mit den Wegen. Da eine Laterne hin. Mir war das so schmankerl. Das hat mir gut gefallen. Also mir persönlich. Für Anregungen und ähnliches bin ich ja immer zum haben. Genau. So, was wollt ihr denn jetzt noch? Ich wollte schauen, ob die Landwirtschaft läuft. Und haben wir eine Quests? Bei uns jetzt nicht. Gut. Ja, man müsste sich dann einmal um die ganzen Sachen kümmern. Dann, hoppala, haben wir irgendwo Honika, gell? Honika ist relativ groß, wenn ich jetzt da unser Städtel vergleiche. Wir haben um einiges größer. Schaut euch mal den Bereich an. Das ist ja nicht alles so zusammengefärbt, auch nicht wie in Gustavia. Aber wir haben ja schon, wir haben ja kein Dorf, wir haben ja eine Stadt. Schaut euch das mal an. Naja, gut. Was man halt im Mittelalter als Stadt halt dann gesehen hat, ne? So. Ah ja, genau. Ich wollte noch mal kurz da aufschauen. Es gibt nämlich Luchse, die habe ich nämlich auch schon den einen oder anderen gejagt. Und die hüpfen da herum halt auch umeinander. Da hinten geht einer von unseren Leuten. Genau. Sieht man natürlich jetzt keinen. In der Dämmerung ist da oft was los. Genau. Ja. Also irgendwo da oben hätte ich dann auch noch ein Palisadenwall rundumzimmern. So dass man halt, weiß ich nicht, 6 oder 7 Eingänge in die Stadt hat. Soll ja mal eine Stadt werden. Ne? Bären kann man abpflücken. Das war jetzt erst einmal nicht der Plan. Und wir haben unten noch eine Lücke. Mutzerlücke. Ja, hier. Da, wo die alte Näherei gestanden ist. Bin ich am Überlegen, wie ich das wieder auffülle. Ne? Weil eigentlich hat da schon ein bisschen was Größeres auch Platz. Wenn ich mir das jetzt anschaue, was haben wir denn als nächstes, was ich noch brauche? Also ich habe. Ich habe noch 16 Gebäudelimits. 16. 16 Gebäude. 16 Gebäude. Ich will noch eine Mine. 1. Ressourcenlager. 3. 2. Wobei das Ressourcenlager, da muss man mal schauen. Fische. 2. Die wird ersetzt. Zählt also nicht. Was haben wir hier noch? Eigentlich nur noch ein Bienenstock, das war da der dritte. Lebensmittellager 3,
Da wird das 2 da verschwinden. Zählt das auch nicht. Scheune 3. Weiß ich noch nicht so genau. Werden wir aber auch was machen. Am besten 2. Ja, dann haben wir noch die Taverne 2. Marktstand. Marktstand, wir hätten ja am liebsten 3 oder 4. Also können wir mal, bleiben wir mal 4, dann haben wir bei Sim. Werkstatt und Schmiede 3, Näherei 3 und Taverne 3. Das bleibt eigentlich aus. Also kann ich noch ein paar Häuser bauen. Eigentlich kann ich noch ein paar Häuser bauen. Sau stark. Ja, okay. Zur Not klatschen wir da ein Häusl rein. Weil wir haben ja da schon 2. Machen wir da ein kleines Häusl rein. Und so weiter. Ja, genau. Da hinten bin ich noch am Palisadenwald bauen. Da werde ich halt in der Nacht noch ein bisschen umeinander werkeln. Eventuell mache ich jetzt aber Landwirtschaft, weil unsere Kollegen da hinten eventuell nicht fertig waren mit dem Kohl. Der kann nämlich ausgesät werden und den brauchen wir für den Winter. Der wird im Herbst geerntet, dann ist er im Winter für eine Kohlsuppe gut. Aber ich glaube, die haben das nicht geschafft. Die haben das echt nicht geschafft. Das war Wahnsinn. Wie spät ist denn überhaupt? 16 Uhr, also wir haben noch eine Stunde. Naja, jetzt geht mir Puste aus. Nein. Doch, die haben es geschafft. Ich glaube, ich bin. Tatsächlich, also wirklich reell geschafft. Das ist natürlich echt ein gutes Stück. Gut, okay, dafür ist hier ist auch schon das alles gedüngt. Ich glaube, ich bin. Die haben ja richtig fleißig, die Leute. Das war in die. Also das ist auch ein bisschen neu, dass das so gut läuft. Sehr schön. Okay, gut. Dann würde ich sagen, der Hopfen, Obstgarten 18. Dann würde ich sagen, ich stelle mich jetzt einfach wieder irgendwo hin und sage Servus. Genau. Ah, noch eine Kleinigkeit. Für die noch kein Abo da gelassen haben, was ist das Abo da? Bleib mich frei. Jawohl. Und für den Rest zum Schützenfest hauen wir da mal unseren Hammer weg und schauen wir in die Zoo- und Co-Abteilung in einer Stadt, die noch keinen Namen hat. Haut's rein, ich wünsche euch was, bis zur nächsten Folge. Euer Fuchs. Servus.